Recht herzlich willkommen zur 139. Folge vom Corvus Space Programm. Gehen wir mal hier rein. Der Dralo hatte mir geschrieben, Missionen auf jeden Fall sinnvoll. Plant a Flag on Minmus. Ich glaube, das hatte ich aber angenommen, ne? Plant a Flag of Minmus habe ich angenommen. Sign started around Minmus. Sign started from surface of Minmus. Das war die Rakete. Okay, dann schauen wir nochmal. Explore Kerbin. Alles gut. Build a new wizard around Duna. Science start around Minmus. Stehen hier jetzt nicht andere, die. Shell, oh, Escape, das ist Kerbin. Also der Science start around Minmus, habe ich die angenommen? Nein, ne? Surface steht da ja nicht. Science around. Okay, und dann gibt es zwei Rescues vom Orbit Kerbin, nicht den Moon, sondern Kerbin steht da, die wären noch überlegenswert. Rescue Areni, das ist es dann, einer davon. Rescue Beerfrit from Orbit of Kerbin. Also die beiden, meint Ralo, wären noch überlegenswert. Und Orbital Station Minmus. Orbital Build a New Orbital Station around Duna. Minmus wäre hier. Also ich habe dann voll den Husten noch. Sorry, dass ich da immer so reinballer. Ich versuche das immer rauszulöschen. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Build a New Orbital Station around Minmus wäre also auch eine Überlegung wert. Und Satellit von Duna. Una war hier, Build a Robot Station Rescue. Duna, da positioniert eine Species by Orbit of Duna, das wäre auch noch möglich. Diesen Twinbo habe ich jetzt leider schon angenommen, den testen wir dann halt, beziehungsweise brauchen wir nicht testen, das behalten wir so. Ja, das ist halt ein gutes Triebwerk, schreibt mir der Dralo, und solange wir die haben, können wir den auch nutzen. Ja, und das ist halt so. Zufallsgenerierte Missionen sind sich das dann, sagt er mir. Gut. Also ich klinke den retten. Nehmen wir an. Orbitalstation Minmus. Das wäre der. Steht der eigentlich irgendwie Duration 17? Ja, 17 Jahre. Okay. Das kannst du also getrost dann annehmen. Und der Satellit nach Duna, Positional Inspiration Orbit of Duna. Noch 22. Okay, das nehmen wir dann auch an. Gut, haben wir das. Das ist die perfekte Übung halt für die bemannte Landung. Ja gut, das haben wir dann alles. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die nächste Geschichte. Ja, ich habe da noch einen Fehler drin gehabt im Endeffekt, weil ich den Navball nicht umstelle. Habe ich immer Glück, dass mir der liebe kleine Podke nicht verglüht. Falsche Einstellung da, immer auf Orbital und nicht auf Surface. Das ist also für mich immer dingens schäbig. Und dann hat der Dralo mir auch geschrieben, wie ich dann die nächste Rakete schon mal bauen sollte. Das machen wir. Er wollte mir noch ein Video schicken, wie ich den Care aktiviere. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie es ging. Warte ich erstmal ab. Wir können aber jetzt erstmal definitiv die Rakete bauen. Das wird in dieser Folge dann auch schon das volle Programm sein, denke ich. Die Twinbore ist also zur Verfügung. Das ist das dickste Triebwerk wahrscheinlich oder so. Oder eins der dicken Triebwerke. Die haben wir dann schon mal hier, ne? Aber wir fangen ja nicht da oben an, sondern wir fangen unten an, ne? Umgekehrt, wir fangen oben an und dann hören wir mit unten auf. Das bedeutet, ja, wir brauchen laut Dralo eine Kapsel für drei Leute, um dass alle ein Sternchen kriegen.
Das wäre dieser hier. Ups. Aber schon da. Ne, da sind drei drinne. Und dann kriegen alle ein Sternchen. Das macht ja Sinn. Und da müssen wir dann drunter. Ein Hitzeschild erstmal haben. War das hier? Ne, ist ein Adapter. Noch ein Adapter. Wo finde ich denn das Hitzeschild noch? Dann müssen wir mal gucken. Hier sind sie, oder? 2,5 Meter. Drunter ist es. Dann braucht man die Kappler. Ach so, die sind jetzt neu hier drin. Jetzt weiß ich nicht. Der ist ein kleiner. Ne, wenn dann... Wo sehe ich die Größe? Das ist der richtige, oder was? Hammer, oder? Habe ich da schon was drunter gepappt jetzt? Nee. So. Kann man den da so reinbauen? Sieht wohl so aus. Okay. Ach so, nee, warte mal. Wir brauchen ja darunter nicht eine große, sondern da kommt ja eine kleine, sag schon, so eine. Dann müsste das ja auch so reichen, ne? Genau. Und da ist ein Adapter fällig oder nicht? Gute Frage, ne? Das ist auf jeden Fall nicht. Das sieht ja richtig geil aus, oder? ja. Der wär's nicht. Der wär's. Aber sieht irgendwie doof aus, ne? So sähe es gut aus, aber die kappelt der? Das ist die Frage. Der sitzt ziemlich irgendwo anders dann dran, ne? Gefällt mir jetzt nicht so wirklich, ne? Ich glaube, ich nehme dann doch den. Da weiß ich, dass es funktioniert, oder? Gut. Dann brauchen wir Tanks. Zwei davon, würde ich sagen. Ich weiß es aber nicht. Dann Triebwerk drunter. Welches war denn das jetzt wieder hier? Das ist die Terrier, oder? Ich glaube, ich brauche doch nur einen. Denke ich mal, oder? Ja. Also die Mittelstufe muss 2,5 Durchmesser haben. Die Basis hat auch 2,5, darüber 1,5. 1,5 müsste das sein. Achso, Monoprop müssen wir hier noch rausnehmen, das dürfen wir nicht vergessen. Das machen wir als erstes mal. Das haben wir schon mal. So, das passt. Soweit würde ich sagen. Da muss ein Dekappler dran. Der wiederum so ist. Und dann den Adapter. Das ist der. So, dann wieder 2,5.
Tank. Weiß gar nicht, ist das der passende? Nö. Nee. Der ist es auch nicht. Dann ist es der. So. Jetzt die Frage, wie viel brauchen wir da? Ich glaube, wir brauchen nur einen mehr. Oh nein, ich glaube, das ist zu viel. Nee, das ist auch nicht. Das ist ganz kleine. Das auch nicht. Wo ist mein Triebwerk? Das ist es. Genau. Gut. Die Kappler. Passt. Das glaube ich, müssen wir noch ein bisschen höher. Und die Kappler haben wir. Und dann muss hier... Warte mal, wo ist denn das Triebwerk? Das sieht so riesig aus, ne? Ist da schon der Sprit drinne? Sieht so aus, ne? Krass, oder? Ist das jetzt passend oder nicht passend? Das ist die Frage. Also von der Höhe meine ich jetzt, ne? Steht der schon auf der Erde? Ja, war wohl passend. Mal ein bisschen runter wieder setzen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier steht denn hier alles so. Parts 12 von 225, Masse. Okay. Höhe 29. 270 Durchmesser. Was wollen wir überhaupt? Wir wollen landen. Wenn wir landen wollen, müssen da irgendwo noch Beine dran. Ne? Fällt der uns um? Gute Frage, ne? Ich habe keine Vorstellung, wie schwer das ist. So. Würde passen. Sieht doch gut aus, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Sitzt auf jeden Fall. So, damit kann man landen, oder wie sehe ich das? Und dann müssen die da mit einer Kette, Seil runter oder was? Ja, wir müssen noch ganz viele Sachen einbauen, fällt mir gerade so auf, ne? Batterie mal jetzt dran, ne? Solarpanels. Geht, oder? 3. Und das sind jetzt 4, ne? Ist aber auch gut. Hier gehen die runter, ne? Antenne brauchen wir auch noch. Hier gibt es noch eine Leiter. Ach so, das ist... Kann man die auch vergrößern? Länger machen? Ich weiß nicht, ob es das bringt. Können die dann da hochklettern?
Habe ich nachher genug Gewicht so? Ich glaube, ich muss mal das einschalten, ne? Läuft. Sitzt das so? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne da hochklettern können, ne? Definitiv. Vielleicht ist das alles nicht von Bedeutung, aber ich kenne mich doch, dass ich das mit dem Fliegen dann stundenlang brauche. Sieht schick aus, oder? Und da muss er dann dran springen. Gut. Okay. Was haben wir denn sonst noch so? Entschuldigung, hier brauchen wir noch ein paar Parachutes. Und zwar, ich glaube mindestens drei, oder? Ich glaube, dann ist alles frei ziemlich. Was haben wir hier noch? Was ist das? Launch Escape System haben wir auch schon irgendwie freigespielt. Okay. Thermometer. Würde ich dann auf diese Seite noch anbringen. Ach nee, das sollte man ja immer so schön in Reichweite von der Dingens machen, ne? Barometer. Was haben wir noch? Ein Gu? Ja, der ist jetzt ziemlich schwer dann, ne? Okay, da muss da einer halt dran fliegen, wenn. Was haben wir hier? Das ist Experiment Search und kann man den da oben noch draufsetzen? Ich glaube schon, oder? Oder? Ah, nee, da ist jetzt. Der snappt jetzt nicht, obwohl der müsste doch gehen, oder? Kann er da nicht dran? Das wäre jetzt aber doof. Kann er deswegen nicht dran, oder was? Jetzt saß er gerade, ne? Ist klar. So. Ne, der ist verkehrt. Der ist dann richtig, oder? Ne. Ist der besser? So sieht es nett aus, ne? Ob ich das brauche, ist jetzt die Frage. Eigentlich auch nicht, glaube. Weg damit. Achso, die Batterie ist jetzt auch flöten gegangen, ne? So. Hitzetechnisch haben wir schon durch. Antenne fehlt uns noch. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Machen wir die da dran. Strom. Das Panel sind dran. Das haben wir soweit geguckt. Das ist da. Luftleitbleche. Die brauchen wir bestimmt auch. Die Kiste fliegt, weiß ich auch noch nicht, ne? Zweier. Ich gehe von aus, dass wir Zweier da brauchen, nur, oder? Sieht toll aus, das Triebwerk. So, das haben wir.
Brauchen wir Booster dazu noch? Nein, das Triebwerk soll ja richtig stark sein. Service Bay, okay. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das doch erstmal so. Und schauen uns das dann an. Ist hier noch was bei? Ach so, das könnte man wahrscheinlich gebrauchen, ne? Zwei sind da, ja. So. Gehe ich von aus, dass wir das brauchen. Und dann, tja, Panels brauchen wir noch, also dreimal wieder einklappbar, hat der Dralo geschrieben, sehe ich gerade. Das heißt, das weg und nochmal die anderen. Dreimal die wieder einklappbar. Waren das jetzt die? Die sind's. So. Ja, machen wir so. Die Radialschirme 2 müssen wir nachgucken hier mit Gewicht und so, aber. Panels habe ich jetzt. Antenne hat der Dralo so geschrieben, welche ich nehmen soll. Boah, cool, die habe ich sogar ausgewählt. Der Gu und diese Antenne sind ein hervorragendes Gegengewicht. Ach so, okay. Das bedeutet, die Gu-Kiste kommt auf die Seite. Kriege ich da hin, oder? Und dann mache ich den. Ah, die Antenne ist dann ein bisschen. Wo ist er denn jetzt? Da. Müssen wir mal gerade oben rüber gucken. Die wäre dann auf der Fensterscheibe zu machen, oder was? Die da ein und dann kommt es ungefähr hin, ne? Ja. Vielleicht sollten wir dieses ein bisschen da machen und den. Ach, das passt schon. Gut, Antenne, Science, bla. Gut, mindestens einer muss ja mit der Flagge zu. Die Flaggeaufträge spielen alles wieder rein. Antrieb, Minus hat keine Revolution, der Teil ist mehr ausreichend. Landebeine sind lang genug, will ich hoffen, ne? Hatte ich mal getestet. Okay, ich glaube, soweit habe ich es alles so ungefähr verstanden. Ja, und glaube, dass ich das erstmal habe. Staging müssen wir dann noch machen. Wer ist denn hier wer? Die gehen ab. Und die startet mit. Dann, ne, da nicht hoch, sondern da. Passt. Kann da rein. Kann da mit rein, ne? Passt. Und hier müssen wir noch eine Stufe mehr machen, weil der gehört nicht da rein, der gehört da rein. So. Das ist erstmal ein Versuch. Min muss Lander. Passt. Warum habe ich kein Ding ins Missionsflagge hier? Ah, weil ich eine neue Version habe und das noch nicht geändert habe. Alles klar, da ist noch kein Assreiter drin. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Dann würde ich sagen, speichern wir das ab. Save. Und dann kümmern wir uns noch um das Care, um die Flagge. Und Dralo sagt mir natürlich, ob ich den Mist gebaut habe oder nicht. Oder Mordrak kann das natürlich auch machen. Jo, das würde ich sagen, lassen wir dann erstmal so stehen. Gut, damit
sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.